Ja, was soll ich denn sonst So, sagen? Ja, genau. ich Dann. sag mal herzlich willkommen beim Tag 2 des Osterspezials der verrückten YouTuber-Crew. Verrückt, wie man auch gerade sieht, das Outfit hier ist nicht meine Wahl, das ist Yvonne gewesen, ja, für jeden, der sich jetzt fragt, was das soll. Wir sind in Yvonnes Firma und sie hat uns das angezogen, weil sie das irgendwie geil findet. Ihr geht da einer ab an Fetisch oder so, ich weiß es nicht. Geh weg, geh weg. Oh Gott, ich habe wenigstens noch eine einigermaßen stylische Unterhose an und dann kommt Kev hier mit seinem Quadrat-Unterhosen. Hier kommt die Karo-Unterhose. Ja, das sind dieses Karo-Muster, Karo-Muster, wie heißen sie? Ja, doch. Der Spack, das kommt ein bisschen wieder. Was spackt bei dir ein bisschen? Ich kann mal wieder nicht rennen. Erster. Yvonne, oh Mann. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Auch bei mir natürlich, an die Leute bei mir zu gucken, herzlich willkommen. Sieht es mir gerade ein bisschen nach, dass ich noch nicht ganz wach bin. Aber geht der. Geht gleich. Ernsthaft, jetzt kann ich nicht mal hier die Planungsanweisung machen. Hey, oh. Ja. Ah, ihr wollt mal Schratze. Ich muss mal kurz die Lobby noch mal kurz wechseln, ich bin gleich wieder da. Und dann backt das wieder rum. Leichte Probleme. Also wir hatten auch schon wieder Serverprobleme. Ich hatte Tonprobleme heute Morgen und. Also es ist. Gerade läuft so ein bisschen mit GTA alles ein bisschen daneben. Wenigstens bin ich jetzt erstmal wieder normal angezogen. Hm. Ja, aber technisch. Ey! Entschuldigung, was war? Das war kurz das Special des Osterfestes. Was wolltest du sagen? Du bist wieder nur angezogen, wenigstens, und dann. Und dann kam irgend so ein Idiot und hat mich abgeschossen. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber ab! Ja, natürlich die Rache. Ja, ist gut, ich bin schon tot. Merkt man, ohne Kaffee bist du echt tot. Ich hab Kaffee schon drin, Toast, der wirkt nur gerade irgendwie nicht. Du musst einen stärkeren kochen, musst einen untoten Kaffee machen. Ja. Ja, weißt du, was ein untoten Kaffee ist? Ach, Kaffee pur? Das ist eine Kaffeetasse, wo der Löffel in der Mitte stehen bleibt. Das ist ein untoten Kaffee. Was war auf jetzt? Nicht mal jemanden ordentlich abstechen kannst du. Ja. Ich wette. Ja, hier so rum Tasten klopfen hier nebenan. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin total lieb und harmlos. Hallo, weg. Hilfe, man mobbt mich schon wieder. Pack die Waffe weg. Ich pack die Waffe wirklich weg. Also ist alles gut. Warte, ich gehe auf die Faust. Ich muss gerade durchwechseln hier. So, ja, alles gut. Wie gesagt, ich bin unbewaffnet. Ja, jetzt geht's wieder. Ich bin unbewaffnet. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Sie wirken verdächtig. Was? Hoffe ich hat zu leuchten. Falsches Spiel. Ich hab mir aber. Ey, jetzt hab ich mir dieses Outfit an, Alter. Ich stell das. Warte mal, da vorne ist irgendwas. Da hinten ist eine Filmrequisite wieder. Glaube ich, in der Stadt da oben. Weißt du? Ist das gut? Ich zieh euch das Outfit aus. Ach, wieso, scheiß drauf, egal. Okay, da hab ich auch nichts gegen Yvonne. Wenn du das Outfit ausziehen willst, ist auch. Also kein Problem, mach ruhig. Weißt du, ich werde hier wieder grundlos angegriffen. Ich werde hier wieder grundlos angegriffen. Ich habe gar nichts gemacht. So. Weißt du, nicht. So, liebe Zuschauer, das war das Osterspecial, wie man einen Kevin richtig verprügelt. Ja, ich geb dir gleich. Ich habe da noch nie mal was gemacht, weißt du? Ich stell mich neben dich und krieg direkt wieder die Faust ins Gesicht. Du kommst mit dem Messer, schwingst voll an mir vorbei. Ich weiß gar nicht, was du meinst. So. Also, jetzt los mit Mission, Yvonne? Ja, wollte gerade sagen. Ja, alles gut. Sonst artet das hier noch komplett aus. Ja. Der Kevin müsste beitreten. Ach so, ja, ich muss noch irgendwas. Alles wartet wieder auf mich. So, jetzt. No.
Wenn ich ja mal komplett hier durch. So. So, liebe Basis, mach das Türchen auf und dann geht's los. Ja, zu weit. So stark. Die Datenfleck-Situation, dann die Datenleck, Entschuldigung. Du denkst auch nur das eine. Das hast du jetzt erst gemerkt? Ja. Er hat Lecken gesagt. Weißt du? So, okay. Die Datenleck-Situation. Der nächste Teil der Vorbereitungsmission. Und übrigens heute auch wieder leider nur zu dritt. Ja. Aber wie gesagt. Da ist ja schon die Hauptmission von dem ersten Teil. Ach so, okay. Ja. Ja. Wir grüßen aber auf dem Weg auch nochmal ganz lieb den Enrico, ne? Ja. Na, bis die Folge rauskommt, ist er wieder dabei. Nein, also. Ja, aber ich streame ja. Ja, du streamst. Ich nehme ja quasi ein Let's Play auf. Bei mir kommen ja die Folgen irgendwann 1. Mai. Also die Folge hier. Mhm. Aber wir sind am Osterwochenende. Wie gesagt, ich mache halt ein Let's Play draus und du machst halt einen Stream draus. Klar, bei dir kommen halt ein bisschen was früher die Folgen. Aber vielleicht guckt er ja zu, ich weiß es nicht. Man kann. Aber ich glaube nicht, der wird wahrscheinlich mit seiner Familie zusammensitzen. Warte bitte, bis alle Spieler das Tutorial über den Bildschirm für das Raubüberfall beendet haben. Aha. 70%? Hallo, was ist das hier für ein Wucher? Die Frage ist, wie viel teilen wir es auf mit drei Leuten? Na, 50, 25, 25. Okay. Ja, und dann ist okay. Ja, ist gut. So, begibt euch zur Jahrbasis und dringt dort ein, bekämpft euch durch die Gegner, verhindert, dass die Server gehackt werden und trefft euch mit befreundeten Agenten. So sehe ich das zumindest gerade. Das Ding jetzt in VR wäre geil. Vielleicht muss ich mal irgendwann mal wieder ein Let's Play machen mit der VR-Brille. Ich weiß gar nicht. Nur auf Markus. Ja, Markus hat noch nicht bereit gedrückt. Ach so. Ja. Ich dachte, ich hätte schon gedrückt. Nee. Das vielleicht heute Morgen woanders gedrückt, aber nicht hier bereit. Ich kam noch nicht dazu, bei Yvonne zu drücken. So. Alter, hier. Hä? Soll da mal Like kommen oder was ist da los? Ach, was ist da los, ja? Warte. Mach mal so. Cruiser-Gefecht. Oh ja, hier, das nehme ich. Das ist gut. Mundschutz. Corona! Corona! So. Enrico läuft bei euch. Ja. Der hat die Fotos gesehen. Normal. So. Endlich geht's los mit einer halben Stunde Verspätung, aber das liegt auch ein bisschen an mir, an meinen leichten Problemchen. Wenn du anfangen willst zu zocken und erstmal die drei Updates wegdrücken musst, die dann kamen. So. Ja. Die internationale Automobilausstellung. Ja. Wir gehen jetzt Autos gucken. Are storming this facility and harvesting its data while this nation's best and brightest swap sour bowls.
Ups. War da was? Hat jemand was gesehen? Ja. Keine Ahnung. Der neue Sticker, keine Macht für rollende Organspenden. Oh. Ja, oh Gott. Ja, GTA, Regel Nummer 1. Oder, Kev? Alle Motorräder müssen weg. Ei. Das Lustige ist, keiner von uns ist angeschnallt. Plötzlich sitzt ihr gerade in Ego-Perspektive und es ist keiner angeschnallt. Was seid ihr für Vorbilder? Oh, ich hätte hier auch abfahren müssen. Okay. Eieieiei, das kann nur wieder irgendwie ein schlechtes Omen sein. Vor allem, wir sind alle angezogen wie von der Taliban und du machst dir Sorgen um die Anschnallgurte. Ja, ich mach mir Sorgen um eure Sicherheit. Sicher sind wir eh nicht mehr da, wo wir jetzt hin sind. Kommst hier nicht. Können wir irgendwas zerstören? Oder können wir alles zerstören? Oder müssen wir hier irgendwie auf was achten? Ich hab die Mission noch nicht gemacht. Ich hab keine Ahnung, muss jemand fragen. Wir müssen die Gegner zerstören. Oh, die ist ein bisschen abgeprallt, die Waffe. Die Granate. Vorsicht, wir sind hier vorne noch, ja? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Kevin! Bin doch schon da! Rein in die gute Stube! So, erstmal alle Autos despawned. Wie sieht aus, ey? Der Fahrstuhl kommt mir bekannt vor. Mir kommt die ganze Situation hier gerade bekannt vor. Quer durch den Tisch. Ich muss mal kurz weg hier, sonst werde ich doch rasiert. So wie ich gerade. Ja, ich hatte aber auch nichts mehr an Leben. Gibt's aber auch nur wenig Deckungsmöglichkeiten, muss ich gerade mal sagen. Ja. Oh, und er geht mal wieder an der falschen Seite in Deckung, ja klar. Bei meinem Glück. Oh, ist Kev. Na, ich rutsch mal rüber. Alles gut.
Ach, gehen wir doch runter. Warum steckst du die Waffe weg? So. Salim, du kannst nicht mal... Aber wenigstens können wir wieder in Deckung gehen. Ich kann mich ja noch erinnern an die Mission, wo wir keine Deckung mehr gehen konnten. Ja. Richtig. So, hier ist jetzt mal... Auf den ersten Blick alles clear. Aber wie gesagt, ich guck grad... Checkpoint dürfte, würde ich mal jetzt behaupten, ne? Oder, Yvonne? Ich hoffe ich mal. Werden wir sehen. Werden wir sehen, wenn einer jetzt auch stirbt. Hui, der kam auf einmal ein bisschen nah. Irgendwann wollte ich die Tür gegen diesen. Ich kann nicht schießen, weil Yvonne davor steht. In dem Gebäude dahinter steht noch einer, aber in dem Raum. Er ist tot, okay. Okay, hier ist noch einer. Aber wenn dann. So, ich glaube. Aber wie gesagt, glaube es nicht wissen, dass es alle waren, aber hier. So, ist nichts dabei. Wollt ihr nicht mit runterkommen? Nö, wir machen es alleine, hab ich gehört. Nee, wir kommen, alles gut. Eine Waffe nehmen, die Pistole, die verzieht übelst. Alter, das in Deckung gehen ist manchmal echt hakelig in dem Spiel. Ja, manchmal schon. So, da sind Minimum noch zwei. So, da könnte was. Ja, da wird was hochgehen, pass auf da hinten. Scheiße. Ich weiß doch nicht. Mann, scheiße. Wo ist der denn? Ich werde angeschossen, ich sehe aber keinen Gegner. Ich hab nicht gewusst, dass da links noch zwei stehen. Ich wollte in die nächste Deckung gehen und da standen aber noch zwei. Okay. Ich habe auch irgendwie komisch angeschossen, weil immer mal wieder, aber ich habe gesagt, keinen Gegner da irgendwo wahrgenommen. Wo die Frage ist, wo wir starten. Wollen wir jetzt wieder von oben weg müssen oder ob wir jetzt an der Treppe starten? Ich hoffe, dass wir unten an dem Ding, an dem Raum starten wieder. Es sieht auf jeden Fall noch weiter unten aus, also ganz oben auf jeden Fall nicht. Ja. I hope so. Ah, das ist hier oben die Treppe, genau. Okay, gut. Cool. Super. Dann haben wir ja, das. Die Stelle hier. Ja, genau. In dem Mittelraum, ja. Checkpoints sind immer was Feines. Es ist jetzt eh egal, ich kann hier reinwerfen, schießen mit dem Granatwerfer. Der ist tot. Ja. Das liegt doch nicht so gut nach dem. Da hinten ist noch einer. So, krieg ich den da hinten aus der Ecke raus? Ne, ah. Oh ja, immerhin etwas. Irgendwas hat's aus ihm erwischt. Wie gesagt, ich wollte hier links um die Ecke gehen, aber da sind noch zwei. Okay. Also frag ich hier um die Mauer rum links. Ja. Ich dachte mir schon sowas ähnliches. Mal gucken, ob ich das hinkriege, ob ich über einen Umweg hinkriege. Ne, nicht ganz. Das ist der ganze Knicken. Einer von sich. Der ist schon weg.
Ja, den anderen habe ich gerade vorbei huschen sind, vorsichtig, der ist auf der linken Seite nicht mehr. Oh, Vorsicht, da hinten explodiert gleich was. Ja. Da fliegt so eine Gasflasche durch die Gegend. Er hat's gesehen. Alles gut. Aber ich glaube, wir haben. Haben wir alles hier gerade rausgehauen, Holt? Ja, ich bin gut. Jetzt schon dort, wo wir hin müssen. Hm. Warte mal, müssen wir wieder die Treppe hoch, wa? Ja. Ja. Na gut. Ah, genau, den Raum, den der Baby und ich haben auch noch leer gemacht. Okay, wir müssen jetzt alle. Ah ja, wir gehen. Geschützturm besetzen, gut. Ja. So, wir dürfen jetzt ein bisschen rumballern. Helikopter ist weg. Sehr gut. Da kommt noch ein Heli. Auch abgeschossen. Noch ein Heli. Auch abgeschossen. Ich habe jetzt ein paar Autos weggeholt. Aber auf den anderen Seiten sind auch noch Autos, müsste auch nicht. Ja, nur schon. Auf eine Richtung. Die Einkommen können nicht ran. Wir haben aber alle. Gefühlt zumindest. Mission geschafft oder was? Oder was ist jetzt? Mission gescheitert. Keine Ahnung. Ach, der schon wieder. If you think you know me, you don't. Who do you work for? Can I get this place on lockdown right now? Come on, you imbeciles! No, there is no potluck. I don't give a shit about your banana cream pudding. Maybe next time you'll listen to me. What's this cretin doing here? Saving your life once again. But for the covert operation I financed, you'd all be dead and the country would be in the hands of... well, who exactly? That's the problem. This place has more leaks than a thing you dry salad in. But who and why? Can I log on a Clifford here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, Mrs. Rackman. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because that would be too easy. Now, Clifford says that there's a 99% probability it is some Russians. Not Iran? Iran, no. Clifford says it's this man. Codename Bogdan, surname unknown. Russian agitator, hitman, and war mongerer. I'm not buying any of it. Well, someone just tried to kill you, and the data footprint tracks back to him. Look at the graphics. Okay. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Let's get out of here. Thank you. Bye, both of you. A congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh, go fuck yourself. No, not you. Clowns. Public sector clowns. The cloud, the crowd, hell, the cleaners could solve this problem. With Clifford, there is no problem now. Thank you very much. I'll be in touch. Thank this, work this. Where's my assistant? I'm supposed to be giving a speech somewhere. Ey, wir haben es geschafft. Huhu. Ole, ole. Erste, war nur der erste Akt. Ja, ich glaube, da kommen schon noch mehr. Ja, zwei weitere. Okay. Das nächste kommt, das bockt beim Problem. Hä? Das ist das, worüber alle reden, immer mit diesem scheiß Mitch. Geldkack da. Okay. Kev. Was Dings immer erzählt hat.
Bogdan-Problem, wo sie das Geld gemacht haben für das U-Boot. Das ist dieser Akt 2. Das ist auch das, was du ständig in den Facebook-Gruppen liest. Ey, wer möchte mit mir den Akt 2 machen? Da gibt's ganz viel Geld zu. Keine Ahnung. Für mich ist das gerade relativ neu dann. Naja. Das ist eine Glitcher-Mission. Sehr beliebt bei Leuten, die Geld rumglitschen wollen. Aha. Wenn wir aber nicht tun, dann werden die. Nee, machen wir nicht. Ich sage dann normal nur, ich lese das ständig in den Gruppen. Wenn wir Akt 2 machen, da Geld rausgehen. Naja, ich bin ja kein Fan von solchen Dingen. Seht ihr noch was für Art ist, wenn ihr aufbauen? Dann hau ich aber alles klein. Ich warte auf Spieler. Steht bei mir unten. Ich auch. Ich habe ein Standbild. Da kommt schon Typen noch da, oder? Tada. Naja. Na, das ist ja schon mal wieder gut. Na komm. Jetzt hat doch aber gestern auch so lange hat sich zumindest so, es hat sich irgendwas gerade verändert. Also schwarzer Bildschirm, kann sein, dass es jetzt weitergeht. Ich hätte immer noch diesen Auto zu tun. Aber wenigstens hört man dich jetzt normal, Kev, nicht wie vorhin. Ja, wie gesagt, das wahrscheinlich auch liegt daran, dass hier 2-3 Updates hintereinander kamen. Jetzt. Yay, wir haben es geschafft. Wir haben es gerockt. Machen wir da direkt weiter mit dem zweiten Akt, oder wie sieht das aus? Ich hänge immer noch fest. Ah, super. Ja, ich würde auch sagen, wir machen uns dann gleich nackt. Ich meine den zweiten Akt. Ja. Ja. Ich komme irgendwie gefühlt hier nicht raus, das ist ein Standbild. Aber wie gesagt, wir sind schon im Spiel wieder. Ernsthaft. Die soll ich auf der Karte laufen, kann ich auch vertragen, aber ich bleib hier immer auf der Karte. ich hab noch gesehen, das heißt, ich bin noch drauf geblieben. Ich habe mich irgendwie mal abknallen, wenn es geht. Das geht ja gar nicht, vorher was. Ja, so ist die, wir sind uns. Wie gesagt, wir sind schon wieder irgendwie dran mit irgendwelchen Mist. Haben mich gerade allen Ernstes nicht gesehen. Ja, dann müsstest du mal. Ich glaube, da musstest du das Spiel dann mal steuern, neu starten. Gut. Ja. Ah, komm, dich krieg ich noch. Gut, naja. Ich mach mal hier kurz mein Folgenende und dann in der nächsten Folge, wenn dann Baby wieder mit dabei ist, dann geht's weiter. Ja.